Action Haul. Ich war wieder beim Action und ich möchte euch einfach zeigen, was ich alles so geshoppt habe. Kleiner Spoiler, Make-up ist dieses Mal nicht dabei. Es dreht sich heute alles um Süßigkeiten bzw. Essenssachen, Spielzeug und ein bisschen Klamotten. Mein anderer Action Haul, da war Make-up drin. Ich verlinke ihn euch einfach mal oben. Den könnt ihr nämlich auch gerne anschauen. Da habe ich einige Produkte auch schon rausgetestet. Schaut einfach gerne mal in meinen Videos nach, da werdet ihr garantiert irgendwas von Action finden. Ich fange einfach mal an mit Kaugummis. Das sind die Freeze Bubblemint Kaugummis. Die sind zuckerfrei und haben dafür diesen komischen Zuckerersatzstoff drin. Es sind 70 Stück enthalten und die wiegen 102 Gramm. Ich denke mal, da kommt man einige Tage mit aus. Hoffe ich zumindest, wenn die nicht einfach alle so gegessen werden. Aber das ist bei dem Preis ganz egal. Dann habe ich Radiergummis. Radiergummis für die Schule, Radiergummis für zu Hause. Braucht man immer, kann man immer mal wieder neu kaufen. Hier sind 4 Stück drin und die radieren recht gut, muss ich sagen. Immer mal wieder ein Nachkaufprodukt, was man so alle paar Jährchen mal wieder neu braucht. Die habe ich euch beim letzten Mal schon gezeigt. Die Rawbars in Lemon Cake. Super, super lecker. Hier sind 3 Stück drin, a 90 Gramm. Sie sind vegan, laktosefrei, glutenfrei und keine Preservatives. Keine Sachen, die das Ding länger haltbar machen. Sind aber trotzdem bis zum 6.6.24 haltbar. Die haben, glaube ich, letztes Mal 3 Tage gehalten und wir hatten sie alle aufgegessen. Deswegen, die gab es nochmal neu, so wie die in Salted Caramel. Genau das gleiche Spielchen, 90 Gramm drin. Vegan, laktosefrei, glutenfrei und preservative-free. Super, super lecker. Beide Varianten sind toll. Es gibt auch noch eine Cranberry-Variante. Die hat uns aber allerdings nicht ganz so dolle geschmeckt. Deswegen habe ich auch nur beide nochmal nachgekauft. Ich zeige euch mal ganz vorsichtig das nächste Produkt. Das habe ich nämlich letzte Woche auch schon in die Kamera gehalten. Oder vorletzte Woche. Das sind die Jawbreakers in der Weihnachtsedition. Das sind runde Kügelchen, wer die nicht mehr kennt, die am Anfang hart sind und dann einen Kaugummikern haben. Die grünen, dreifarbig, die grünen sind sauer, die anderen sind süß und die roten sind süß. Und dann gibt es auch noch eine weiße Variante, die ist so in between. Ich weiß nicht, wonach die schmecken soll, ehrlich gesagt. Die habe ich zweimal übrigens gekauft, weil die beim ersten Mal auch schon nach einer Woche verschwunden waren. Ja, ne? Kinder und Mama. Mama isst die nämlich auch ganz gerne. Unterwäsche durfte auch nicht fehlen. Zweimal in der Größe 98-104, zweimal 2 Packs Boxershorts. Mal gucken, ob die schon passen oder vielleicht müssen die auch noch auf Halde gelegt werden für die nächsten Jahre. Was haben wir noch vor mir liegen? Kennt einer Funko Pops? Beim Action gibt es nämlich Funko Pops für einen super, super günstigen Preis. Ich meine, sie kosten 3,99 €. Ich verlinke euch das mal, wie teuer die sind. Sonst kosten die nämlich um die 15 Euro. Das ist einmal der Mask Worker von einem Squid Game Ding, Film, Spiel, was auch immer. Ich fand den sausüß. Ist halt total das niedliche Produkt. Mein Mann sammelt die und deswegen habe ich einfach mal einen mitgebracht. Es gibt nicht immer viele Sorten, aber die ändern sich von Woche zu Woche oder von Monat zu Monat. Und es gibt mal immer wieder neue von den Teilen, von anderen Serien. Vermutlich die, die nicht so gut abverkauft wurden. Aber ne, 3,99 € kann man sich die mal antun und manche sind echt niedlich. Dann weiter im Haul. Ich glaube, so kann man das besser erkennen. Ein Flieger aus Styropor, würde ich mal sagen. Der ist super, super leicht. Wir haben schon einen in Orange zu Hause. Und ich dachte mir, ein blauer darf jetzt auch nicht fehlen, denn sonst streiten sich die Kinder auch manchmal. Und das möchte ich ja unbedingt vermeiden. 1,99 € müsste der kosten. Bei Amazon findet man die ab dem Preis von ca. 15 Euro, meine ich. Zumindest als ich das letzte Mal geguckt habe. Zum Kaputtmachen vollkommen in Ordnung. Sie halten aber trotzdem sehr, sehr lange, weil so schnell gehen sie gar nicht kaputt. Den anderen haben wir schon seit den Osterferien zu Hause liegen. Ja, mal schauen, wie lange der hält. Ob der auch die gleiche Qualität hat wie von Amazon, kann ich leider noch nicht bestätigen, beziehungsweise noch nicht sagen. Der ist nämlich noch verpackt. Was haben wir noch? Modes. Das sind zweimal Gipsteile. Da kann man sich einmal
in der Marvel-Edition oder in der Paw Patrol-Edition kleine Gipsfigürchen selber machen. Man hat hier hinten jeweils, da sieht man es glaube ich besser, 6 verschiedene Molds, 6 verschiedene Förmchen, in denen man sich dann den Gips gießt und anschließend, wenn alles getrocknet ist, beide Dinge bemalt werden können. Marvel für die Großen, Paw Patrol für die Kleineren. Gerade im Winter, wenn man nichts anderes zu tun hat, außer drinnen rumzusitzen, hat man da mal irgendwas, was man schön mit kleinen Kindern oder schön mal irgendwo machen kann. Vermutlich muss ich mithelfen, aber das ist ja nicht so schlimm. Ein weiteres Paw Patrol Produkt, da seht ihr es glaube ich besser, dann blendet es euch nicht so dolle, sind Fingermaldinger. Hier gibt es Fingermalfarben dabei, sowie 20 Papiere und noch, ich denke mal, irgendwelche Sachen, wo man sich die einrahmen kann. Oder so ähnlich. Ich weiß es nicht, ich habe es noch nicht geöffnet. Werden meinen Kindern bestimmt auch Spaß machen. Und es ist auch ein Produkt, was man immer mal zwischendurch benutzen kann, weglegen kann und vielleicht auch dann wieder neu machen kann. Oder so in der Art. Habe ich zumindest so geplant. Mal schauen, wie es wird. Aber weswegen ich eigentlich zum Action gegangen bin, sind diese Snuggets. Snuggets. Das sind Mini-Plüschfiguren mit so einem kleinen Anhänger. Als Disney-Version. Ich musste sie einfach haben. Alles, was irgendwie so verpackt ist, wo man nicht den Inhalt sieht, zieht mich einfach magisch an. Es gibt insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 verschiedene Figuren, die drin sein können. Ich hoffe mal, ich habe nicht zu viele Doppelte, denn ich habe 4 Stück gekauft. Für jedes Kind 1. Sehr wahrscheinlich werde ich die erst Richtung, wie heißt der Tag? Nikolaus abgeben. Ich bin mir aber noch nicht so sicher. Wenn die Kinder die eher finden, dürfen die die natürlich auch vorher haben. Als letztes Produkt. Ja, es ist schon das letzte Produkt. Das ist für mich. Ich habe mir einen Minnie Maus Hausanzug gekauft. In einer Plüschversion. Das ist diese, ich habe es mal ausgepackt. Da ist jetzt nur noch das Oberteil drin. Hier ist die Hose. Das ist wie so ein Deckending. Halt, ne, total kuschelig. Es ist Mikrofaser, also es ist Plastik. Es hält aber super, super warm. Und das ist eine meiner liebsten Haushosen, die ich habe. Ich habe die nämlich schon in Unigrau zu Hause liegen. Und ich wollte einfach mal eine neue Variante haben. Und die hat einfach Minimausköpfe drauf als Hose. Und einen dicken Minimauspullover. Ich kann ihn euch mal zeigen. Das ist der. Ist das nicht süß? Ja, das dürfen auch Ältere tragen. Das darf ich auch tragen, finde ich. Das ist doch wohl super süß, oder nicht? Mit Minnie Maus. Na? Voll knuffig. Ja. Und das war auch schon mein Action Haul. Alles habe ich geshoppt und alles wird verteilt. Manches bleibt bei mir, manches geht an die Kinder weiter und manches kommt in eine Kiste für Weihnachten bzw. für Nikolaus. Was sagt ihr dazu? Habt ihr auch schon was bei Action diese Woche gekauft? Geht ihr auch nochmal gucken, um die Snuggler zu entdecken? Hä? Wenn ihr sowas nicht weiter verpassen wollt, abonniert doch einfach meinen Kanal. Ich mache Hauls, ich mache Lives, ich mache First Impressions, ganz viel zu Lidschatten und Make-up eigentlich. Heute war mal nur eine Ausnahme. Aber, ne? Abonniert meinen Kanal. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss und schönen Tag noch.